Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße Sie und euch alle ganz herzlich zu unserem Gottesdienst hier aus der Evangelischen Kirche in Oberwart. Schön, dass du da bist, dass du eingeschaltet hast mit deinen Lieben, die vielleicht mit dir zusammen diesen Gottesdienst schauen. Dieser Gottesdienst heute ist der Sonntag vor Pfingsten und heißt Ex Audi. Ist nicht für die ehemaligen Audi-Fahrer, die jetzt zu BMW gewechselt sind, sondern bedeutet, Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Dieser Sonntag heute ist geprägt von dem Warten auf den Heiligen Geist, auch dem Ausstrecken nach dem Heiligen Geist, den wir sehnlichst erwarten, dass er unsere Kirche erneuert, dass er neues Feuer bringt. Und so wollen wir in diesem Gottesdienst auch schon darum bitten. Es ist ja nicht so, dass der Heilige Geist nicht schon da wäre und auch nicht schon gewirkt hätte. Aber wir haben Sehnsucht nach mehr von seinem Wirken, nach mehr von Gott. Der Spruch, der uns an diesem Tag aufbauen, begleiten und stärken will, der steht im Johannesevangelium im 12. Kapitel, der Vers 32. Christus spricht, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. So wollen wir gemeinsam einstimmen in das erste Lied, die Nummer 446, die ersten drei Strophen. Sei mit euch. Und mit deinem Geist. Lasst uns gemeinsam beten mit Worten des 27. Psalms, den wir hier im Wechsel beten werden. Und ihr seid herzlich mit Herz und Mund, soweit ihr vielleicht das Gesangbuch oder so vor euch habt, mit einzustimmen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht. Denn du bist meine Hilfe, verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, du Gott meines Heils. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen.
Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Kommt, lasst uns unseren Gott anbeten. Himmlischer Vater, wir sind hier vor dir und danken dir dafür, dass wir so sein dürfen, wie wir gerade sind. Mit all dem, was uns gelungen ist, was uns erfreut und erfrischt hat, aber auch mit dem, was uns belastet, was uns Sorgen bereitet. Danke, dass wir unser Herz bei dir ausschütten dürfen und du uns neu füllst mit deiner Liebe durch deinen Heiligen Geist. Um den Heiligen Geist bitten wir besonders heute. Wir bitten dich, Heiliger Geist, komm und erfülle du unsere Herzen. Herr, erbarm dich unser. Das Herz unseres himmlischen Vaters schlägt uns entgegen und freut sich, dass wir zu ihm kommen. Christus spricht, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Ehre sei Gott in der Höhe. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns kennst und dass du uns liebst. Und gerade wenn etwas schief gelaufen ist, dass du uns gerade trotzdem liebst. Danke, dass du nie aufhören wirst, uns zu lieben. Wir bitten dich, dass du uns und allen Menschen das heute in diesem Gottesdienst, an diesem Sonntag, in dieser Zeit besonders deutlich machst. Dass du durch deine vollkommene Liebe alle Ängste, alle Furcht von unseren Herzen spült, die viele Menschen und auch uns gerade in dieser Krisenzeit immer wieder niederdrücken wollen. Wir danken dir, dass du uns aufrichtest, denn du bist gut. Amen. Amen, Amen, Amen. Wir hören nun auf die Schriftlesung. Worte nach dem Evangelium des Johannes im 16. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Jetzt gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voller Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Er wird nicht aus sich selber reden, sondern das, was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, das wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er's nehmen
und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkündigen. Halleluja! Gott ist König über die Völker. Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Halleluja! Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Lasst uns nun gemeinsam Gott loben mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir wollen nun gemeinsam singen vom nächsten Lied, die Nummer 136, die ersten drei Strophen. Thank you.
Die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich möchte meine Ansprache heute beginnen mit einem Bild. Es ist eines der bekanntesten Bilder von Michelangelo, die Erschaffung Adams. Es ist Teil eines Deckenfreskos in der Sixtinischen Kapelle in Rom. Im Zentrum dieses Bildes ist Adam, der Mensch, zu sehen. Er liegt lässig und entspannt auf der Erde der Schöpfung Gottes. Adam schaut in Richtung Himmel. Dort ist der Schöpfer, Gott Vater, mit wallendem grauem Haar und einem kräftigen Vollbart abgebildet. Gott ruht auf einem roten Tuch und er ist umgeben von vielen kleinen Engeln und Putten. Doch die Aufmerksamkeit Gottes ist nicht auf seine unmittelbare Umgebung gerichtet. Er wendet sich Adam zu. Er sucht den Kontakt zu ihm. Und so hebt er anmutig und kraftvoll seinen Arm in Richtung Adam. Sein Zeigefinger der rechten Hand ist ausgestreckt und man hat das Gefühl, als wünschte sich Gott nichts sehnlicher, als Adam endlich berühren zu können. Und Adam, wie reagiert er auf diesen Vorstoß Gottes? Adam streckt ebenfalls seinen Arm aus. Der Zeigefinger seiner linken Hand beginnt sich zu heben. Aber letztendlich kommt es zu keiner Berührung zwischen Gott und Mensch. Während Gott sich aktiv und direkt auf den Menschen zubewegt mit seiner Fingerspitze, ist die Hand des Menschen eher abwartend, eher passiv, als fehle ihr der letzte Antrieb. In diesem kleinen Bildausschnitt Michelangelos zeigt sich für mich etwas Wesentliches über die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Gottes Handeln ist zielgerichtet auf den Menschen. Er lässt nichts unversucht, um mit aller Kraft die Distanz zu seinem Geschöpf zu überwinden, Nähe zu schaffen. Es war diese Sehnsucht nach einem ebenbildlichen Gegenüber, die Gott veranlasst hat, den Menschen Adam zu schaffen. Denn Gott ist ein Wesen des Lebens und der Liebe. Und so liegt es in seiner Natur, eben diese Lebenskraft weiterzugeben an seine ganze Schöpfung, all seine Geschöpfe. Denn Gott, er hat Freude am Leben und an der Lebendigkeit allen Seins. Doch damit nicht genug. Gott ist nicht nur ein Gott des Lebens, er ist auch ein Gott der Liebe. Sein Herz ist so gut, so vital, so voller Gefühl, dass Gott sich ein Gegenüber ersehnt, dem er diese überschäumende Liebe schenken kann. Doch wahre Liebe ist nicht sporadisch. Sie ist nicht ein punktuelles Aufflackern von Verliebtheit. Wahre Liebe sucht Verbindlichkeit. Wahre Liebe sucht ein Bekenntnis. Wahre Liebe sucht nach gegenseitiger Partnerschaft. Das ist es, was es Gott bewegte, als er den Menschen einst erschuf. Das ist es, was ihn vom ersten bis zum letzten Kapitel der Bibel antreibt. Es ist dieser Wunsch nach wahrer, erwiderter Liebe. In der Bibel wird dieses Tun und Handeln Gottes am Menschen als das Schließen eines Bundes beschrieben. Wenn wir vom Bund hören, dann denken wir unwillkürlich an den Bund für das Leben, den zwei Menschen miteinander eingehen, wenn sie sich das Ja-Wort geben. An solch einen Lebensbund in Liebe denkt auch Gott immer wieder. Das Zeichen des ersten Gottesbundes mit dem Menschen ist der Regenbogen am Himmel.
Er ist von Gott gegeben, damit die Menschen nie vergessen, dass die Zusage Gottes gilt, wenn er sagt: Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Diese Zusage des Lebens gilt allen Menschen für alle Zeit. Es ist das Versprechen Gottes, dass das Leben von ihm gehütet und beschützt werden wird. Doch Gott geht noch einen Schritt weiter. Es treibt ihn hin zu einem speziellen Volk, dem Volk Israel. Abraham gilt als deren Stammvater und als solcher geht Gott mit ihm einen Bund ein. Denn Gott ist nicht nur daran interessiert, allgemeine Zusagen des Lebens zu liefern, nein, er sehnt sich nach einem Lebensbund in Liebe. Und dieses geht er mit seinem Volk Israel ein, wenn er zu Abraham spricht: Ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen und Könige werden von dir kommen. Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, sodass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Und wie antworten die Menschen auf dieses Angebot Gottes? Wenn wir auf Adam schauen, dann wissen wir, dass er sich abwendet von dem, was Gott ihm einst gebot. Er übertritt das Gebot Gottes, indem er von der verbotenen Frucht im Garten Eden isst. Und die Folge ist der Sündenfall. Adam wird als Konsequenz für sein Tun aus dem Paradies verjagt und er muss fortan sein Leben unter Mühen und Schmerzen fristen. Die Rückkehr zu einer heilsamen Lebensgemeinschaft mit Gott, mit Eva und auch mit der gesamten Schöpfung ist ihm verwehrt. Doch Gott gibt den sündigen Menschen nicht auf. Er geht ihm im Lauf der weiteren Menschheitsgeschichte immer wieder nach. Er sucht immer wieder die Gemeinschaft mit ihm, dem Menschen. Denn so ist Gott, ein Gott der Liebe. Und diese Liebe lässt sich nicht abschalten wie ein Wasserhahn. Sie bricht sich unaufhörlich Bahn. So zieht es Gott immer wieder hin zum Menschen. Eine Zeit lang funktioniert dieser Lebensbund auch immer wieder. Doch dann wird es oft dem Menschen zu viel. Er sagt sich von Gott los, trennt sich von ihm, um seine Freiheit zurückzubekommen. Dieses Hin und Her zwischen Gott und Mensch zieht sich über viele Jahrhunderte hinweg. Und dann unternimmt Gott einen erneuten Versuch, die Menschen zu erreichen. Hören wir nun auf den Predigttext aus Jeremia Kapitel 31. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr. Da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund, der gewesen ist, den ich mit den Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie sollen mich alle erkennen, beide, groß und klein, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Wieder streckt Gott anmutig und kraftvoll seinen Finger aus nach dem Menschen. Er sucht ihre Nähe, will sich mit ihnen endlich verbinden.
Kernwort dieses Predigttextes ist für mich der Satz: Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit euch einen neuen Bund schließen. Gott ist getrieben von der Sehnsucht nach echter und wahrer Zugehörigkeit zum Menschen. Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Mensch und Gott gehören in den Augen Gottes zusammen. Sie sind aufeinander angelegt und kommen nur zusammen zu wahrer Freude und Erfüllung. Diese Freude, sie verwirklicht sich, wenn Gottes Liebe im Herzen der Menschen tatsächlich ankommt. Diese Freude erfüllt sich, wenn Gott spürt, die Menschen leben im Einklang mit mir. Und wie soll das gehen? Nun, indem die Menschen erkennen, dass es gut ist und dass es gut tut, wenn die Menschen so lebten, als seien sie immer, jeden einzelnen Augenblick mit Gott aufs Engste verbunden. Verbunden mit seinem Geist des Lebens, der das Leben liebt, fördert und mehrt, wo es nur geht. Verbunden mit dem Geist der Liebe, die sich selbst vergisst und das Wohl des anderen im Blick hat. Verbunden mit dem Geist der Vergebung Gottes, die dem Menschen seine Freiheit lässt und ihn anschließend mit offenen Armen aufnimmt wie ein verlorenes Kind. Für uns Christen ist die Prophezeiung des neuen Bundes in Jesus Christus erfüllt worden. Wir glauben daran, dass der Gottessohn in die Welt gekommen ist als Jesus von Nazareth, um die Menschen zu erlösen von ihrer Trennung zu Gott. Denn in Jesus reicht uns Gott vollends seinen Finger der Liebe und Zuwende, weil sich in Jesus zeigt, dass uns tatsächlich nichts und niemand trennen kann von der Liebe Gottes. Denn sie ist größer, sie ist umfangender, vollkommener als alles. So ist für uns Christen Jesus das eingelöste Versprechen Gottes, dass er uns helfen, dass er uns befreien will zu einem Leben mit ihm. Und so stehen wir nun alle vor der Aufgabe, auf dieses Tun Gottes zu antworten. Machen wir es wie Adam und strecken Gott nur halbherzig und lustlos unseren Finger des Lebens und der Liebe entgegen? Oder machen wir doch ernst mit dem Bund Gottes, indem wir voller Freude, voller Kraft und voller Liebe die Distanz zu Gott überwinden, um uns mit ihm zu vereinen, um mit ihm zu leben und das Tag für Tag? Möge Gott uns den Mut, die Kraft und die Ausdauer schenken, um tagtäglich Ja zu sagen zu Gott als unserem Herrn und Heiland. Mögen wir den Mut haben, unseren Finger anmutig und kraftvoll zu heben, damit wir Gott berühren können, damit wir uns ihm annähern und damit wir schließlich seine Hand ergreifen können, um Hand in Hand mit ihm zu leben und das für immer. Möge Gott uns diese Bitte gewähren durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Beglückter Stand geht euer Seele, die Gott an.
Wir sagen an dieser Stelle Danke für die Kollekten, die Sie schon an den Corona-Hilfsfonds gegeben haben, und laden Sie auch heute alle ein, die eine Kollekte geben möchten, ihre Spende an die Diakonie zu überweisen. Der IBAN ist unten im Bild eingeblendet. Die Übertragung unserer Gottesdienste jeden Mittwoch von 8 Uhr bis 8.45 Uhr auf ORF 3 wurde uns verbindlich bis Ende August diesen Jahres zugesagt. Dafür danken wir den Verantwortlichen von ORF 3 in ökumenischer Offenheit ganz herzlich. Wenn es auch Ihnen ein Anliegen ist, sich beim ORF für diesen Gottesdienst mitten in unseren Wohnzimmern zu bedanken, dann schreiben Sie doch bitte eine Karte oder ein Mail an ORF 3. Die Kontaktdaten sind ebenfalls unten im Bild eingeblendet. Danke auch dafür. Am Mittwoch, dem 27. Mai, feiert Lars Müller-Marienburg, der niederösterreichische Superintendent, gemeinsam mit Anne-Sophie Neumann, der niederösterreichischen Jugendpfarrerin, den Gottesdienst mit Ihnen. Da sind Sie wieder herzlich eingeladen, Gottes Wort mitten in Ihrem Wohnzimmer über ORF 3 wirken zu lassen. Von 8 Uhr bis 8.45 Uhr. An der Orgel werden Sie Julia Lehner hören und Viktoria Bratscher begleitet das Team mit ihrem Gesang. Den Gottesdienst am Pfingstsonntag feiert mit Ihnen über die Homepage der Pfarrgemeinde Oberwart Superintendent Magister Manfred Koch und Pfarrerin Tanja Sielemann. An der Orgel werden Sie von Daniel Cefalvay begleitet und mit dem Gesang von Viktoria Bratscher. Den Gottesdienst am Mittwoch, dem 3. Juni, feiern mit Ihnen über ORF 3 Pfarrer Carsten Marx und Lektorin Waltraud Simon aus Großpetersdorf und Rechnitz. Und der Friede Gottes, der höher ist als jegliche Vernunft, bewahre eure und unsere Sinne und in Christus Jesus. Wir wollen gemeinsam singen vom nächsten Lied, der Nummer 66, die Strophen 7 bis 9. Thank you.
Lass uns gemeinsam beten. Wir wollen gemeinsam zu Gott bitten und beten, uns ausstrecken nach seiner Gegenwart und nach seinem Heiligen Geist. Wir wollen seine Gegenwart hineinbitten in unsere Herzen. Wir werden dazu im Lauf des Gebetes auch einen Moment der Stille haben, wo jeder von uns, von euch eingeladen ist, ganz bewusst, um den Heiligen Geist zu bitten. Den Heiligen Geist, der euch und uns erfüllen soll mit Gottes Liebe. Nichts lieber als das will Gott. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns den Heiligen Geist gesendet hast und immer wieder neu sendest, uns damit erfüllst. Wir danken dir, dass wir darum bitten dürfen, dass du die Sehnsucht unserer Herzen erfüllst mit deiner Gegenwart, damit wir deine Liebe, mit der du dich brennend nach uns sehnst, uns ergreift, uns entzündet und damit dieses Feuer von uns ausgeht, hinein in diese Welt, hinein in unsere Umgebung, hin zu den Menschen, die mit uns unterwegs sind, damit diese Welt verändert wird und es wahr wird, dass der Himmel auf die Erde kommt. Denn das ist dein Traum, das ist dein Wunsch, dass du mit und unter deinem Volk hier auf der Erde ganz unmittelbar, ganz nah unter die Haut gehend wohnen kannst. Vater, und so strecken wir uns aus. Wir strecken uns aus nach dir, Heiliger Geist, und bitten dich, dass du kommst. Dass du das Feuer, nach dem sich Jesus schon gesehnt hat, auf Erden entzündest. Dass du die Menschen, deine Kirche hier erneuerst, umgestaltest, erfüllst. Denn du bist und du hast und du machst uns zur besten Botschaft, die diese Welt je gehört hat und hören muss. Heiliger Geist, und so bitten wir um Vergebung, wo wir dich betrübt haben. Durch unser schlechtes Reden über andere, über uns selbst, wo wir nicht glauben konnten, dass du uns liebst und dass du auch andere liebst und uns nicht vergisst. Du hast versprochen im Psalm 23, dass du all unseren Mangel ausfüllst. Und so bitten wir dich für alle Menschen, die in diesen Tagen Mangel empfinden, Mangel haben, Mangel an physischer und psychischer Gegenwart, die einsam sind, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, die verzweifelt sind. Decke du ihnen einen reichen Tisch im Angesicht ihrer Feinde. Wir bitten dich, dass du in diesen Tagen allen Verantwortlichen in Regierung und allen Verantwortlichen in der Öffentlichkeit an entscheidenden Stellen, wo Entscheidungen für das ganze Volk hier in Österreich gefällt werden, dass du ihnen Weisheit gibst und deine Liebe und dass das geschieht, was du in deinem Herzen trägst. Vater, wir bitten dich, dass du nicht nur deine Kirche, sondern ganz Österreich erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Wir bitten dich besonders in dieser Zeit, dass du deinen Heiligen Geist neu ausgießt auf alles Fleisch, so wie es der Prophet Joel verheißen hat. Es hat begonnen damals zu Pfingsten und wir spüren und sehen uns aber nach mehr von dir. Und danke, dass diese Sehnsucht von dir kommt und dass du sie auch erfüllst. So nehmen wir uns einen Moment der Stille, wo jeder von uns um diesen Heiligen Geist, um Gottes Geist bitten kann. Dass er genau dort hineinkommt, wo du Mangel leidest, wo du Angst hast, wo du ihn am meisten brauchst.
Heiliger Geist, so beten wir gemeinsam, komm, Heiliger Geist, und erfülle uns. Gieß aus deine Liebe in unsere Herzen, erneuere uns, gestalte uns um, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Und wir beten auch, Heiliger Geist, komm und sende uns. Sende uns hinaus zu den Menschen, die noch nie etwas von dir gehört haben, die vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. Führe und leite uns da, wo du uns hingestellt hast, wo du uns hinsendest. Wir danken dir, dass du kommst. Gieß aus den Geist des Gebets neu auf deine Kirche, auf dieses Land, damit das Gebet aufsteigt zu dir, Tag und Nacht und Tag. Und wir dich loben und wir dich preisen. Und so lasst uns gemeinsam beten, wie Jesus Christus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns nun gemeinsam singen vom nächsten Lied, Vertraut den neuen Wegen. Nummer 395, die ersten drei Strophen. So wollen wir euch senden, hinaussenden in euren Alltag hinein zu den Menschen, die mit euch unterwegs sind, an euren Arbeitsplatz, in eure Familien, zu euren Nachbarn. Geht erfüllt mit dem Heiligen Geist, seid brennend im Geist und lasst das Feuer und die Funken, die in euch sind, übersprühen hin zu anderen Menschen.
Wenn ich euch jetzt den Segen Gottes zuspreche, über uns ausrufe, dann könnt ihr das zu Hause in den Familien vielleicht so machen, dass diejenigen, die jetzt gemeinsam zuschauen, dass ihr euch gegenseitig eine Hand auf die Schulter legt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und ergebe dir seinen Frieden. Amen.